So, damit wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge WRC 5 und auch wieder hier zurück in der Karriere in der Junior WRC, in der wir noch sind. Und wir kommen auch so langsam zum Ende der ersten Saison. Also haben nicht mehr so viele Rallyes jetzt vor uns, nämlich noch die Rallye Spanien hier haben wir noch vor uns und zuletzt eben noch die Rallye Wales. Das sind die letzten beiden Rallye-Sachen, die wir haben. Auch die Rallye Spanien heute wieder, sagen wir mal, interessant aufgeteilt mit eben drei Wertungsprüfungen an einem Tag. Ich hätte es lieber immer noch 2-2-2, aber na gut, man kann nicht alles haben, wir müssen damit leben. Aktuell stehen wir in der Meisterschaft, muss man sagen, doch relativ solide da, haben insgesamt ja, ein paar Punkte Vorsprung. Es sind insgesamt, ich lasse mich gerade mal überlegen, 27 Punkte müssten sein. Also schon ein bisschen was. Selbst wenn wir jetzt einmal ausscheiden würden und der Zweite dann Erster werden würde, würden wir immer noch vorne liegen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Führung und natürlich ein gutes Zeugnis dafür, dass wir vielleicht dann in der WRC 2 bei einem guten Team unterkommen. Ich hoffe immer noch bei Skoda. Aber man kann ja mal hoffen. Und ja, wie gesagt, heute steht die Rallye Spanien auf dem Plan. Da dürfte so alles Großteil Schotter sein, wenn ich mich nicht irre. Schotter, nee, auch ein bisschen Asphalt dabei. Oh, es gibt, oh nee. Ich hab gedacht, es wäre voll wie Schotter, aber es ist ja gar nicht so viel. Einmal Schotter, 20% Asphalt, da auch noch mal ein bisschen. Und die letzten drei Prüfungen sind sogar komplett Asphalt. Das ist sehr geil. Ja, das finde ich auch, wow, okay, das ist lustig. Und die beiden sind nebenbei dieselben. Da fahren wir direkt zweimal hintereinander dieselbe. Okay, auch nicht schlecht. Okay, gut, haben wir sogar relativ viel Asphalt. Liegt mir also höchstwahrscheinlich relativ gut das Ganze wieder. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal zur nächsten Rallye, zur vorletzten Rallye, wie gesagt, des Junior WRC Rallye Kalenders. Wie gesagt, in der WRC 2 und in der WRC 1 fährt man natürlich deutlich mehr. Da dürfen wir ein paar mehr Etappen an den Start gehen. Und ich würde mal sagen, wir quatschen nicht so lange. Gehen direkt zur ersten Wertungsprüfung, weil sind immerhin drei heute, ne? Der Tag ist lang. Und ich würde mal sagen, wir legen mal los. Ich bin mal gespannt. Das ist jetzt Großteil, jetzt glaube ich nur eine Schotter-Etappe. Also jetzt haben wir, ja, dürfte Schotter sein, Großteil. Ja, 100%, wie ihr es auch wunderschön lesen könnt. Und ja, wir gucken mal, was wir hier so rausholen können aus unserem kleinen Junior WRC DS3, den wir jetzt hier immer noch pilotieren und hoffentlich nach dieser Saison dann abgeben dürfen. Nicht, dass ich ihn scheiße finden würde, ich finde ihn sogar persönlich sehr, sehr angenehm zu fahren, muss man ganz klar sagen. Er fährt sich doch sehr, sehr zugänglich und nachvollziehbar, was nicht unbedingt ein schlechtes Zeugnis ist für ein Fahrzeug. Voila! Okay, das ging aber jetzt gerade mal bergab. Natürlich eine Asphaltrallye jetzt gerade hinter uns. Aber hieß ja auch nichts, da haben wir den Wagen ja auch fachgerecht gegen ein paar Steine gesemmelt. Aber das wollen wir natürlich hier mal zeigen, dass wir vielleicht auch mal fehlerfrei fahren können, weil in Frankreich war schon massiver Schaden, den wir dem Wagen dazu gefügt haben. Und vielleicht können wir jetzt hier mal ja mit weniger Schaden mal durch so eine Etappe durchkommen, zum durch eine Rallye und den Wagen nicht wieder mal komplett demolieren. Links 2 plus. Boah, das war aber hart am Limit, das war gerade so an der Grasnarbe lang. Ich hätte fast die scheiß Feuerballen da mitgenommen. Glück gehabt, muss man mal sagen. Auf, Haarnadel links auf, Spitz rechts auf, links 4. Fährt sich aber gerade ganz schön angenehm, die Etappe. Einzige, was mich hier so ein bisschen ankotzt, ist die Beleuchtung. Ist ein bisschen düster hier. Wir fahren ja durch den Wald und hier kommt nicht wirklich Licht hin. Ich weiß gar nicht, zu welcher Tageszeit wir gerade fahren, aber ich würde spontan sagen, obwohl, wenn es der ganze Tag ist, dann kannst du, ich wollte gerade sagen, Abenddämmerung, das kann aber natürlich nicht hinhauen. Wenn man sich überlegt, dass wir hier noch zwei Etappen an diesem Tag vor uns haben, wenn wir nicht jetzt schon in der Abenddämmerung fahren, dann würden wir die letzten beiden Etappen mitten in der Nacht ballern. Von daher wird das höchstwahrscheinlich die Morgendämmerung sein. Also hier früh am Morgen schon. Glück gehabt, ja, okay, nicht ganz. Leider vorne links die Federung leicht angeknackst. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr verhindern. Aber sonst sind wir, glaube ich, hier durch die erste Etappe jetzt relativ sauber durchgekommen, würde ich mal behaupten. Ein, zwei kleine Anecker gehabt, aber ich denke mal, das soll noch im Rahmen bleiben. Der Wagen dürfte noch in einem relativ guten Zustand sein. Und das sieht man auch direkt wieder ein Etappensieg hier in der ersten Wertungsprüfung in Spanien. Sehr gut. Und wir gehen direkt zu Etappe 2. Etappe 2 und 3 haben wir ja gesehen, sind beide gleich. Also werden wir wieder unterschiedliche Bedingungen haben. Ich schätze mal, dass wir Etappe 2 ganz normal am Tag fahren. Etappe 3 dann nochmal in der Nacht. Ihr seht nämlich jetzt schön mittags. 20% Asphalt ist dann wohl der Anfang. Und ja, ich schätze mal, wir werden die zweiten Durchlauf dann los, nachts fahren. 30, rechts, 2 plus, würde ich zumindest schneiden, behaupten. Auf, links, 2 minus, schneiden. So, auf, sieht man natürlich rechts, ein bisschen mehr minus, jetzt. Oh, ja, es ist echt krass. Ich habe Asphalten zerlegt, die Karre fachgerechter, als wenn ich Schotter am Arsch habe. Minus, das ist schon echt irgendwie gruselig. Auf, rechts, 2, schneiden, macht stark zu. So, gucken wir mal.
für, links 2, macht Start. Was ist das denn für ein Start hier? 2, links, rechts, 2, nur Zweierkurven, Alter. Ist jetzt mal gut, kann ich auch mal sowas wie Geschwindigkeit aufbauen. Boah. Der rutscht aber auch jetzt auf dem Asphalt. Gut, die Reifen sind natürlich auch massiv am Arsch, beziehungsweise haben wir natürlich jetzt auch keine Asphalt-Setup drauf. Wir fahren natürlich mit dem Schotter-Setup. Bei 80% Schotter und nur 20% Asphalt lohnt sich ein Asphalt-Setup hier einfach nicht. Deswegen sind die Reifen natürlich auch nicht für diesen Untergrund optimiert. Kurzum sind wir natürlich deswegen ein wenig mehr am Rutschen. So, jetzt haben wir den Untergrund, für den die Reifen gemacht sind. Jetzt dürfte der Wagen wieder ein wenig runder hier rüberfahren. Oh Gott. Boah, das sind aber fiese Steinchen im Boden. Ich weiß nicht, ob die Schaden machen. Ich will es aber, um ehrlich zu sein, nicht ausprobieren. Ah, halt links rum. Ich war gerade irritiert mit der Ansage oben. Komm hier rum. Ich habe, finde ich, gerade so optisch gar nicht mal so schlecht. Also die ist optisch doch relativ ansprechend. Boah. Da freue ich mich schon endlich, wenn wir dann ein Fahrzeug mal unterm Arsch haben, wo ich nicht 19. Drehzahl ganz hänge, weil die ersten zwei Gänge nicht nutzbar sind, wirklich. Rechts 1, hin, links 1. Hier schön eng rum, sehr gut. 50, rechts 2, minus 8, starten. Ja, wir müssen gerade mal den Asphaltabschnitt ein bisschen ausgleichen, weil ich war am Anfang ein bisschen aus dem Takt raus. Ja, links 1, aber das Gute ist, wir fahren die Etappe dann nochmal und dann weiß ich wenigstens, was uns da direkt auf uns zukommt, kann mich darauf besser einstellen. Sage ich jetzt und werde trotzdem mehr verkacken als vorher, höchstwahrscheinlich. Das war jetzt mal keine Zweierkurve, hätte ich aber schneller durchgekommen, Kollege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine ganz, also von den Kurven her ist eine sehr, sehr langsame Etappe, muss ich echt sagen. Gefällt mir persönlich so gar nicht. Weil man extrem enge Kurven eigentlich hat. Einser und Zweier nonstop. Das versuchen sie immer wieder Beschleunigungsabschnitte, aber dann muss die fest relativ enge Kurven. Oh shit. Ja. Nein, fuck. Komm schon. Oh, ich bin am Zaun hängen geblieben. Komm, raus da. Okay, das hat jetzt Zeit gekostet. Shit. Der hat aber nichts von dem Zaun gesagt. Oder hat er das? Dann habe ich es nicht gehört. Scheiße. Affe. Wisst ihr, er hat aber was von dem Zaun gesagt. Ich habe es so ignoriert. Weil ich rede ja selber und dadurch höre ich ihn fast gar nicht. Boah, ich hoffe jetzt, ich denke mal, also theoretisch muss er Zaun gesagt haben, weil wenn wir durch so ein Tor fahren, muss er mir normal Bescheid geben, dass da ein Tor ist. Einfach nur Sicherheit, damit wir eben nicht, dass sowas nicht passiert, wie jetzt gerade passiert ist. Weil da sind wir ja blöd am Zaun hängen geblieben, haben jetzt massiv Zeit verloren. Von daher, so wie ich das Spiel einschätze, sind wir trotzdem Erster in der Etappe. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt, ob ich das Spiel richtig einschätze. Ich würde sagen, wir sind Erster. Also in der Etappe auch, insgesamt. Ja, sind wir sogar. Mit fast einer Sekunde. Sag mal, sind da alle hängen geblieben und dann erst mal den Abhang runtergerollt, wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt recht, ja, jetzt habe ich schon 1,5 Sekunden Rückstand, weil der Ole nämlich da gerade massiv verloren hat. Aktuell einziger direkter Gegner ist jetzt der Quentin Gilbert mit 1,5 Sekunden Rückstand. Danach wird es schon relativ krass, dann sind wir schon mal 4,7 nach zwei Etappen. Das ist schon ein bisschen was. So, jetzt fahren wir das Ganze nochmal. Jetzt denke ich mir, entweder bei Abenddämmerung oder Nacht, ich weiß nicht was. Abenddämmerung fände ich mal optisch ganz geil. Sind wir Abenddämmerung schon mal gefahren? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist Abenddämmerung, tada. Also zwei Etappen heute in der Dämmerung. Eine Morgensdämmerung und Abenddämmerung, bam, bam. Los, los, so, wir wissen jetzt hier am Anfang, rutscht der Wagen gerne, plus wir haben jetzt noch abgefahrene Reifen, die haben jetzt überhaupt gar keinen Grip mehr eigentlich. Ich denke jetzt komplett für den Arsch, was das angeht. Auf links 2 minus lang. Was krass ist, halt wir trotzdem führen, obwohl ich die Schwierigkeitsgrad eigentlich relativ hoch habe. Also der ist ja jetzt nicht, die Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht niedrig gestellt, ne? Das ist ja, können wir gleich nochmal nachschauen, wir haben einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad eingestellt eigentlich. Ich kann halt nichts dafür, dass wir ja trotzdem locker gewinnen jedes Mal. Das ist halt einfach der Fall. Aber wir kommen jetzt besser durch, tada, seht ihr? Bleibt mal so, weit man das kennt. Normal wird es ja auch mit dem Wacky Car einmal die Etappe durchfahren. Also abfahren, also nicht natürlich nicht im Rennspeed, aber du fährst sie halt einmal ab, damit eben der Co-Pilot sich Notizen machen kann. Beziehungsweise, dass wir zusammen Notizen machen, weil der Fahrer ist da natürlich auch mit dabei. Ist nicht so, dass nur der Co-Pilot Notizen macht. Der Fahrer geht die Strecke ja auch mit ab, beziehungsweise fährt die dann mit dem Wacky Car ab. Und dann gehen die halt zusammen die Pace Notes durch. Deswegen, dem Fahrer ist die Etappe an sich schon bekannt. Der ist hier halt schon mal kurz einmal abgefahren. Im Vorfeld, vor der Rallye, wird das einmal gemacht. Und das haben wir natürlich nicht. Wir haben nur eine Map und hören dann unseren Beifahrer, der uns dann diese Etappe frisch reinspult. Das ist natürlich dann so eine Sache, dass wir so einen kleinen Nachteil gegenüber einem echten Rallye-Fahrer haben, dass wir die Etappe halt einfach nicht vorher einmal ganz kurz abfahren oder sowas. Also, dass wir die einmal ganz kurz sehen und ihre markanten Stellen schon mal wissen.
Das kommt auf einen dann relativ plötzlich zu. Deswegen ist ein zweiter Durchlauf, wie wir jetzt hier haben, natürlich dann eher ausschlagkräftiger, was die Zeit angeht. Auch wenn wir natürlich jetzt bei einer anderen Tageszeit fahren, dass eigentlich dadurch natürlich andere Temperaturverhältnisse sind und dadurch natürlich auch wieder ein Grip-Unterschied so herrscht. Aber kommt relativ nah daran sonst. So. Rechts 2 kurz in, links 2 minus, halten auf, rechts 2 plus kurz. Ich höre jetzt mal hin, ob jetzt, was die Zaun mit Tor sagt. Für spitz links. Für Kuppe rechts 1 minus, lang, macht zu, in, links 1, macht Start zu, auf, rechts 1 plus. So, mal gucken, ob jetzt gleich was mit dem Tor erwähnt. Links 2 minus, macht stark zu. Ne, erwähnt nur, dass es stark zumacht. Gut, das ist natürlich auch wichtig, dass er mir das auch sagt, klar. Aber vom Tor darf er da eigentlich, also normalerweise darf mir der Beifahrer auch gerne was von dem Tor erzählen, auf das ich gleich zupresche wie ein Irrer. Hilft ungemein, habe ich gehört. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben, ne? So, sind aber auf jeden Fall dieses Mal ein deutliches Stück flotter durchgekommen. Ohne auch Schäden zu haben, theoretisch müssten wir eigentlich für den zweiten Rallye-Tag, also für Stage 4 und 5, dann den Wagen komplett reparieren können. Also dürften normal keine Probleme geben, den Wagen wieder in den Top-Zustand zu versetzen. Das haben wir diesmal nicht so viel zerlegt, dass es uns diesmal hindern sollte. So, sehr gut. Schöne Etappe, die lief jetzt sehr, sehr gut. So wollen wir das sehen, so nicht anders. Ja, 1,9 Sekunden haben wir auch mal gezeigt, dass wir es richtig drauf haben. Sehr gut. Boah, jetzt haben wir auch 4,4 Sekunden Vorsprung. Jetzt bauen wir unseren Vorsprung ganz schön drastisch aus. Sind sie alle leicht am Rückfallen. So, jetzt hoffe ich, dass wir den Wagen ganz reparieren können. Das wäre wünschenswert. Gucken wir doch mal. Reparieren. So, automatisch. Bam. Sehr gut. Top-Zustand, alles repariert. So will man das doch sehen. So soll das funktionieren. Sehr gut. So, Platzierung. Aktuell liegen wir sehr, sehr gut vorne. Gucken wir mal ganz kurz, wie es in anderen Etappen aussieht. Das war schon richtig, genau, so insgesamt. Ich bin sogar insgesamt auf Platz 2, what? Ich sehe es jetzt gerade erst. Mit einer 8,14, 8,19, wo kommen die anderen denn dann? Okay, der Quentin Gilbert ist auch mit 7 in der ersten Klasse, what the fuck? Ja, also, Sebastian Ogier führt halt ganz schön deutlich, aber danach Mats Özberg und Co. sind dann auch abgefallen. Ich bin Platz 2 in der Gesamtwertung. What the fuck? Okay, der WRC 2, ja, bin ich auch locker vorne mit dabei, wäre ich auch locker Platz 1. Und das, ey, Alter, mit deinem WRC 3, also mit dem Junior-WRC-Fahrzeug, yo! Ja, sind wir einfach mal Platz 2 in der Gesamtwertung. Finde ich, kann man auch mal machen. Ist auch voll okay. Ich werde nach dieser Rallye erstmal gucken, was der Schwierigkeitsgrad angeht, weil irgendwie habe ich das doofe Gefühl, ich verarsche mich hier selber. So, jetzt kommt die längste Etappe der ganzen Rallye mit über 9 Kilometer. Das ist jetzt schon ein ganz schönes Stückchen, was wir da vor uns haben. Aber soweit ich weiß, eben komplett Asphalt, also schon wieder mehr entgegenkommen. 9,2 Kilometer. Ja, würde ich mal sagen. Puh, ab geht's. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Außer, dass es eine schnelle Etappe. Ich weiß nicht. Gut, Asphalt deutet immer darauf hin, dass wir vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sind. Abzweigung, rechts 1 plus. Auf, links 3, macht zu, auf, rechts 3, kurz. So, gucken wir mal, wie schnell wir hier durchballern können. Meistens lässt Asphalt ein bisschen höheren Speed zu und die Kurven muss ich nicht in den Gang unbedingt fahren, die er ansagt. Also, er sagt ja keinen Gang an, aber meistens passt das auf den Gang bei dem Fahrzeug zumindest hier noch. Rechts 4, halten in, links 3, halten auf, rechts 2, minus 8, stark zu. Ja, das sind zwar 9 Kilometer, aber wir werden auf jeden Fall relativ schnell hier sogar durchkommen. Es ist eine relativ schnelle Etappe mit dem Fahrzeug. Man kann die Kurven doch mit einem relativ guten Grundspeed annehmen. Für Gefahr, links 1 plus. Guck mal hier, ich kann hier relativ gut durchkommen, weil ich teilweise sehr gut cutten kann. Sagt mir auch nicht, dass es nicht darf. Von daher darf ich ja in die Kurven leicht mitnehmen. Und das werden wir natürlich auch nutzen. Das Gute ist, ich kann hier komplett mit der Bremse normal arbeiten. Ich habe die Handbremse jetzt gerade nicht einmal bisher gezogen. Das Heck kommt durch die Bremse auf dem Asphalt hier relativ gut rum. So, ersten Sektor haben wir. Links 2 kurz, in rechts 2 minus kurz, für rechts. Oh, macht das Laune hier. Die Etappe macht gerade richtig Bock. Die fährt sich nämlich richtig schön angenehm nach dem Asphalt. Und ein bisschen schneller jetzt mal. Ist ein sehr, sehr guter Kontrast zu der vorherigen Etappe, wo ja wirklich diese 1- und 2-Kurven uns noch hatten. Fährt sich das hier gerade doch schön im Gegensatz. Schön schnell. Das macht gerade gut Laune.
Tür, Abzweigung, links 1 plus, halten. Den Voss hat keinen Schaden gemacht, da habe ich jetzt viel Glück gehabt, glaube ich, eher als es gewollt war. Auf, rechts 4, kurz, Bremse. Auf, Abzweigung, rechts 1 plus. Voss ganz einfach umgehen. Gut, dann nehme ich die mit, wenn ich will, die mir keinen Schaden machen, dann nehme ich die alle mit. Da habe ich ja keinen Grund, das nicht zu tun. Links 1, lang. Oh, Alter, da kam nur kurz das Heck rum, weil ich mit dem Hinterrad in die Wiese gekommen bin. Boah, fest, ich dachte, geil, hier, die Etappe macht gerade bei so einer Laune, das ist nicht mehr normal. Für links 2, kurz, hin, rechts 2, kurz, für links 3, halten. Schön Vollgas hier über die Landstraße hier ballern. Für links 2, minus, macht stark zu, auf, rechts 2, minus. Sehr schön hier rum. Für links 1 plus, kurz, in rechts 2, Vollgas. Vollgas. 3 kurz, Affront, auf, rechts 3, Vollgas. Für rechts 2, kurz, echt eine schnelle Etappe, muss man sagen. Also die 9 Kilometer, denkst du ja so, oha, das dauert jetzt ein bisschen, aber wenn du den Vollgasanteil hier einfach berechnest, auch wie schnell ich hier fahren kann, brauche ich nicht drüber reden, dass man hier trotzdem relativ schnell durchkommt. 80, links 4, kurz, auf, rechts 5, Vollgas. Rechts 4, Affront, schneiden, in, links 5, kurz. Schicke Drehzahlgrenze, es kommt auch selten vor hier. Abzweigung, links 1, auf, spitz, rechts. Wenn wir das Fall packen, die Bremsen auch gut, packen die Reifen beim Bremsen sehr gut, also man hat einen sehr kurzen Bremsweg. Sehr angenehm. 30, Vorsicht, Haarnadel, rechts, auf, spitz, links. Ja, man kann den super mit Gewichtsverlagerung rumschmeißen, also einfach nur stark in die Kurve einlenken und dann den Wagen den Rest tun lassen. Also der kommt allein mit der Gewichtsverlagerung super schnell im Kurven rum. Bisher haben wir keinen Schaden, bis eben auch natürlich die Reifenabnutzung, die natürlich hier relativ arg sein wird, weil wir viele Topspeed-Kurven haben. Auf, spitz rechts, in, spitz links, auf, Kuppe, in, links 2 plus, auf, rechts 2, schneiden, in, spitz links. Für, links 3, Vollgas. 50, Vorsicht, rechts 1 plus, lang, in, links 2 minus, macht Start zu lang. Oh, das war ein bisschen zu spät auf der Bremse. Glück gehabt, dass ich da jetzt irgendwo runtergefallen bin. Da hätte auch ein Abhang so sein können, da hätte ich ein bisschen mehr Pech gehabt, höchstwahrscheinlich. So, ab geht's gleich in den letzten Sektor. 80, links 2, ja, links 2, Fresse. Rechts 2 minus, lang, macht zu. Trotzdem relativ schnell durchpesen. Noch bin ich nirgendwo abgeflogen, richtig? Also noch habe ich keine Schäden am Wagen. Das wundert mich so sehr, wie ich den hier am Limit eigentlich durchballer. 30, Gefahr, Haarnadel links, breit. Upsala, da kam das Heck ein bisschen weiter, als es eigentlich sollte. Das wollte ich nicht so. Spitz rechts auf, spitz links. Links 2 minus, kurz, auf, rechts 2, kurz, auf, links 2. Also ich rede hier gerade ein bisschen weniger, das liegt nicht daran, weil die Etappe schwer ist, sondern weil ich hier natürlich ein bisschen mehr dem Beifahrer zuhören muss, weil wir einfach einen viel höheren Speed gehen. Auf, rechts 2, und von kurz, daher natürlich Kreuzung, nicht Ewigkeit habe, um auf Situationen zu reagieren, die kommen relativ schnell auf einen zu. Für, spitz rechts, auf, spitz links. Auf, rechts 2, kurz, auf, links 2, kurz, in, spitz rechts. Für, Abzweigung, links 1 plus. Auf, spitz rechts, in, links. Aber wie lange dauert es denn noch? Das ist richtig, ist, also kurz ist anders. Auf, spitz rechts, anders soll er. Für rechts 1 minus. Meine Fresse, also sieht sich trotzdem schon ein bisschen. Puh, ohne Kratzer durchgekommen. Also ich denke, nur die Reifen haben sich abgenutzt und die aufbremsen halt ein bisschen, aber sehr, sehr krass. Okay, aber hier war die KI jetzt auch nicht zu langsam mit der 4. Mit einer 534-89 war der Quentin Gilbert doch relativ nah dran. Aber auch nur er, wenn du auf die anderen Zeiten achtest, ne, die sind halt dann schon sehr, sehr krass abgeschlagen. Brauche ich nicht drüber reden. Insgesamt sind wir jetzt 4,8 Sekunden vorne. Insgesamt sind wir immer noch auf Platz 2. Das muss man sich mal bitte geben. Wir sind gerade mal 0,3 Sekunden hinter Ogier im VW Polo RBRC. Hallo? Das ist zwei Rennklassen über uns. Das Ding müsste uns in Asche stehen lassen. Krass. Na gut. Wenn es gleich so kommt, dass wir am Ende den Gesamtsieg mit dem Ding einfach. Ich habe bei den anderen Rallyes nie drauf geachtet, wo wir gelistet sind insgesamt. Wenn wir waren bei den anderen Rallyes auch immer weit vorne. Würde mich nicht wundern, ey. Aber komm, wir fahren hier um Gesamtsieg, höre ich. So, noch eine Faltetappe, ab geht's. Ja, ja, nur die Reifen und Bremsen werden es sein. Die haben höchstwahrscheinlich krasse Abnutzung, aber sonst alles sehr, sehr guter Zustand. So, mal gucken, wie der volle ist Faltetappe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die schnell ist oder ein bisschen langsamer als die vorherige. Ist auf jeden Fall kürzer, das ist mir sicher. Rechts 2 minus, sehr lang, halten.
Ach, schöne Abendstimmung hier gerade. Ist natürlich der zweite Tag, der jetzt gerade hier sich zum Ende neigt. Links 1. Bevor wir dann gleich noch an Tag 3 zur Power Stage aufbrechen und da nochmal 3 Zusatzpunkte holen können. Vollgas in links 3 kurz. Für Gefahr, Abzweigung links 1. 50, rechts 3. Ja, mir tun meine Mechanik da schon ein bisschen leid. Wenn ich so weiterfahre, haben die nämlich gleich nichts zu tun, außer die Reifen zu wechseln. Tut mir ja leid, Leute, ihr werdet ja trotzdem bezahlt, arbeitslos seid ihr ja trotzdem nicht. Haben sie halt eine relativ ruhige Schicht heute, würde ich mal behaupten. Kurz bei Reifen wechseln und dann erstmal schön mit dem Mechanik online trinken gehen. Damit die Rallye hier so gut läuft, würde ich mal behaupten. Die Stimmung hier ist schon sehr geil, auch wenn ich nur in Gelb reinfahre und keine anderen Farben hier mehr überhaupt vorhanden sind. Links 3 macht stark zu. Auf Vorsicht, links 2. Auf Vorsicht. Auf, oh, bitteschön. Easy. Rechts 2 halten. Komm, ich will hier ohne Schaden durchkommen, das wäre jetzt schon sensationell. Ja, Vorsicht, rechts 2 minus, macht stark zu. In, links 3 minus, sehr lang, macht stark zu. So, letzter Sektor. Für links 2 kurz. Okay, damit hat sich das ohne Schaden erledigt. Fuck. Kurz. Aber kein großer Schaden, das ist locker reparierbar. Shit. Da habe ich zu schnell reingerutscht in die Kurve. Das hat dann schneller zugemacht, als ich es erwartet hätte. Ich habe zwar mit der Kurve gerechnet, aber dass sie so schnell kommt, nicht. Und da habe ich dann natürlich viel zu schnell reingepreschen. Bergab hat es dann natürlich die Bremsleistung ein wenig verringert. Na gut, einen kleinen Abflug hatten wir leider. Aber sonst sehr, sehr gut auch hier durchgekommen. Sehr schön. Ja, nice, läuft doch. What the fuck? Wir führen jetzt ja mit 0,1 Sekunden vor Ispaki Lapi, der nämlich in der WRC 1 WRC 2 führt, weil Ogier, ja, ist zurückgefallen mit der 1,55 hier. Aber in der Etappe war ich der schnellste. So, nicht insgesamt. Insgesamt war ich ja, schnellste auf jeden Fall. Ist ja echt krass, ne? Muss man sich mal überlegen. So, insgesamt stehe ich jetzt bin ich jetzt auf Platz 1. Man möchte sich geben, nach 5 Etappen der Spanien-Rallye bin ich mit einem WRC Junior WRC Auto auf Platz 1 der Gesamtwertung. Kann man sich geben. Und die WRC 2 ist überhaupt nirgendwo in den Top 10 so groß dabei. Krass. Ist der DS3 so gut an sich? Also der Kleine hier? Also weil er halt einfach nicht so viel Power hat, ist er deswegen an sich schneller? Also keine Ahnung, ich könnte es mir ja vorstellen, dass er deswegen so eine gute Pace geht. Wer weiß. Ich möchte da nicht urteilen, aber wir führen gerade die WRC an. Mit einem Junior WRC DS3. Also mein Team, bitte nicht auf mich stolz, wenn ich hier nachricht direkt die Einladung von VW bekomme, dass ich bitte in die WRC komme und nicht einfach die WRC 2 direkt überspringe, dann weiß ich auch nicht mehr. So, Power Stage, letzte Etappe der Spanien-Rallye. Sind heute echt gut durchgekommen, muss ich sagen. Los. 50, links. So, hier gibt es natürlich nochmal extra Punkte, die wir natürlich gerne mitnehmen, um dann, sagen wir mal, links 2 minus, wenn wir jetzt gewinnen, ist auf jeden Fall der Meisterschaftssieg sicher, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon 27 Punkte Rückstand, Vorsprung. Wenn wir jetzt hier nochmal gewinnen, sind es noch mehr Punkte. Das ist dann nicht mehr mit der nächsten Etappe einholbar. Also wäre ich jetzt hier ausgeschieden, dann wäre es auf jeden Fall noch sehr, sehr knapp geworden, aber durch einen weiteren Sieg hier in der WRC, Junior WRC, was auch mir wirklich nicht mehr genommen wird hier in Spanien, ist ein, oh Gott, halleluja, damit habe ich nicht gerettet, du hast dann keinen Schaden davon getragen. Ist mir die Meisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen, jetzt hier eine Rallye-Vorfinale, nämlich die Wales Rallye, wird dann einfach nur noch ein schöner Abschlusslauf für mich. Den nehmen wir natürlich dann liebend gerne mit. Spitz links. 100, rechts 2 minus, rennen. So, hier schön eng rein. Auf, Abzweigung, rechts 1 plus, hin, rechts 3, halten. Man muss so sagen, vom Schaden her mit einer der besten Rallyes. Also wir haben sehr, sehr wenig Schäden am Fahrzeug gehabt. Am ersten Tag war ein bisschen, sagen wir mal, der Wurm drin. Aber am zweiten, jetzt hier auch bei der Power Stage, läuft es gerade doch sehr, sehr angenehm, das Ganze. Für rechts 2, lang, macht zu. Kann man also nicht meckern. Links 2 minus, auf, rechts 2 plus. Auf, links 3 minus, macht stark zu. Auf, rechts 2, kurz. So, hier wieder ist sehr gut am Durchkommen. In H-Nadel links, auf, rechts 2, halten. Da war ich fast zwei zu innen. Da wäre ich fast in der Mauer innen hängen geblieben sogar. Auf, mal Glück gehabt. Stark zu, in rechts 2, halten. Ja, hier, ich muss zugeben, bei den Kurven habe ich mehr Glück als Verstand, weil
Das ist ja daran liegt, dass ich mich sehr schnell in diese Kurven reintragen lasse. Und wenn die dann bergab gehen, muss ich halt echt hoffen, dass man dich nicht rausträgt. Weil natürlich, wenn du bergab fährst, Gehkräfte und so, bla, ne? Da rutscht so ein Wagen plötzlich deutlich weiter als geplant. Und wenn man sich nicht darauf wirklich eingestellt hat, dann kann das schnell im Unfall enden. Links 3 macht Start auf rechts 1 plus. Hallo Pfosten. So. Oh, sogar hier in der Kamerahelikopter. Auf spitz rechts macht zu kurz. Hier schön rum. Viele Hahnadeln hier. War schön zu fahren, das Ganze. Für spitz rechts in links 3 kurz. Auf rechts 4 schneiden in links 2 kurz. Auf rechts 2 minus. Ah, fuck, okay. Leicht Schaden an der Heckschussstange noch zugezogen. Die wurde gerade ein bisschen leicht gelblich, aber sagen wir mal so. Er ist so minimaler Schaden. Das ist meinem Team egal. Da haben die Mechaniker mit irgendwas zu tun. Die langweilen sich nämlich schon das ganze Wochenende. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Und sehr gut. So. Das müsste auch der Sieg hier in der Power Stage sein. Ja, locker. 1,7 Sekunden. Damit insgesamt auch schnellster. Und wir werden insgesamt Sieger der Rallye Spanien, Alter. Vor Ogier 6,3 Sekunden in der Gesamtwertung vor ihm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Grandjean-Bert auch auf 6, aber sonst von der WC2 ein. Ne, da ist niemand dabei, ne? Ach doch, Nasser und der Abdul, die sind beide auch in der WC2. Und der Erik auch. Joa, die WRC hat ein bisschen auf Fresse gekriegt, würde ich mal behaupten. Also WRC2 und Julia WRC sehr, sehr stark hier in Spanien. Gute Arbeit, Sie haben die Rallye RAC Catalunya Costa beendet. Machen Sie sich für die Wales Grand Prix GP Rallye bereit. Ja, wir haben jetzt 41 Punkte Vorsprung. Das ist uns, wie gesagt, natürlich jetzt nicht mehr nehmbar, weil maximal kann man noch 28 Punkte holen. Damit ist das durch und damit habe ich den Titel natürlich jetzt schon eine Rallye vor Schluss immer in der Tasche. Ist natürlich mehr als gut, würde ich mal behaupten. So, gucken wir doch mal, was sind wir in der Gesamtwertung jetzt eigentlich angesiedelt, würde ich mal interessieren. Insgesamt können wir nicht gucken, ne? Schade. Das wäre natürlich auch sehr interessant zu sehen. Aber die kriegen da natürlich, ja, die fahren natürlich, wie ihr seht, natürlich viel mehr Rallyes. Da brauche ich nicht drüber reden. Auch die WRC2 deutlich mehr Rallyes am Start. Die ist zum Beispiel hier bei der Finnland-Rallye so nicht, ist Unterschied, hängt vom Team ab, wo wer angetreten ist. Na gut. Ja, auf jeden Fall, damit wären wir raus für die heutige Folge von, haben wir das Team irgendwas Neues da stehen? Durchschnittlich Teammoral exzellent. Guck hier, plus 8, ja, möchte man mal sehen. Habe ich schon sehr gut hinbekommen. Und ich würde sagen, da bin ich raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao!